Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloz-Kanal zu einer weiteren Folge FIFA 21. Wie ihr eben gesehen habt, sind wir jetzt auch schon Ende November hier. Und das heißt, wir sind bald in der Wintertransferphase. Und zwar hatte ich euch auch gefragt, ob ihr einen Innenverteidiger-Vorschlag hattet. Und da kamen zwei Vorschläge. Einmal Caleta K, den habe ich auch auf die Liste gepackt. Der andere war Dibo. Der ist aber ausgeliehen momentan von Barcelona an Benfica. Das heißt, den kann ich momentan eh nicht verpflichten und ich brauche unbedingt im Winter eine Neuverstärkung für die Innenverteidigung, da wir da viel zu viele Gegentore kriegen. Caleta K habe ich aber auf jeden Fall auf die Liste gebracht und sobald der zu Ende gescoutet wird, gucken wir mal, ob er ein Kandidat für uns ist. Ansonsten würde ich hier in der Aufstellung tatsächlich gar nichts ändern, das passt soweit. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir rein ins Duell gegen Leverkusen. Hier auch nochmal die Aufstellung und zwar Radetzky, Manolas und Tapsoda, Bellerin, Zinkgraven, Bender, Demirbay, Draxler, Weiser, Diaby und Martinez. 4-1-4-1-System bei Leverkusen. Wenn wir heute gegen Kusen hier gewinnen, dann könnten wir sogar schon weiter sein in der Champions League im Achtelfinale dann. Das wäre schon ein großer Erfolg. Gerade wenn man bedenkt, wie schlecht es national läuft, wäre es natürlich mega schön, wenn wir da immer international weiterhin erfolgreich spielen könnten. Und jetzt hier Martinez auf Demirbay. Erstmal abgefälscht der Ball, aber schön mit der Hacke fortgefahren und Donnarumma musste diesen Ball halten. Starke Parade. Mitchell Weiser war es tatsächlich, der hier aus dieser guten Vorlage von Martinez den Ball dann nicht verwandeln konnte, war auch relativ zentral und mit seinem linken Fuß ist sein schwächerer, dementsprechend war der Schuss nicht allzu gefährlich. Bender. Boah. Theo. Auf Haug. Jens Peter Haug. Ach, was ist das für ein scheiß Passmann von Haug? Ah, der mir bei mit dem Pass hier auf Martinez. Martinez. Martinez, Donnarumma ist da, Caldara klärt. Es bleibt gefährlich. Haug hat den erstmal gehabt. Rebic. Auf Belotti. Jetzt musste der Pass da kommen. Der Ball kommt. Da war der Leverkusen-Spieler ein bisschen verwirrt. Und jetzt hier Frank Janikessi zieht ab und macht den Ball rein. Also aus einer gefährlichen Situation von Leverkusen. Und die pressen und pressen und pressen, muss man auch sagen. Spielen eigentlich besser als wir. Das muss man ganz ehrlich zugeben. Aber aus einer gefährlichen Situation für Bayer Leverkusen konnten wir hier, kommt dann hier auch. Ja, das Missverständnis. Ich weiß jetzt nicht, welcher Verteidiger es war. Ich glaube, es war Zinkgraven, der da einfach nicht richtig hingeht und dadurch hat Kessi freien Lauf. Ja, und der Mann aus der Elfenbeinküste verwandelt den Ball ganz souverän. Keine Chance für Radetzky und so steht es 1-0 für Milan. Und damit wären wir auf jeden Fall weiter und damit auch safe im Achtelfinale. Das wäre sehr schön. Hier auch erstes Tor von Kessi, 1-0 Milan. Jetzt muss Leverkusen noch mehr Druck machen, als sie eh schon tun. Boah, gefährlicher Ball, aber Caldara hat den bekommen. Stürmt jetzt selber mit nach vorne. Caldara auf Theo Hernandez. Und Theo Hernandez mit einem unglaublichen Laufweg. Was war das denn für eine starke Aktion von Theo Hernandez gegen die Latte? Ah, den Kopfball kriegt er dann nicht. Schade, aber was für ein Laufweg von Theo Hernandez. So, Demirbay ist es. Demirbay mit dem linken. Oder doch Bailey, der eben eingewechselt worden ist. Ah, Schuss von Bailey. Latte, die zweite Latte in diesem Spiel. Und Gagliardini klärt. Ja, die Leverkusen-Fans sind auf jeden Fall auch ordentlich aufgeregt. Schade, dass er nicht reinging, aus ihrer Sicht natürlich, ne? Leon Bailey eben erst eingewechselt und hier sehen wir es nochmal wirklich am, ja, das war sogar Pfosten, nicht Latte. Fast am Lattenkreuz, aber was eine Aktion. Und jetzt hier Ecke für Leverkusen. Sie spielen sie kurz, Leon Bailey. Bailey hat die Flankenmöglichkeit. Theo Hernandez hat ihn gestoppt. Ah, nächste Ecke, wie es ausschaut. Nee, Freistoß sogar, okay. Demirbay jetzt beim Freistoß. Rebic klärt. Und jetzt hier Leverkusen in Pfosten. Was für Szenen, die wir hier sehen in der Bayer Arena. Und geklärt von Castrovilli. Was ein Schuss war das denn bitte? Was für eine Granate, aber der war nicht drin. Aus Milan Sicht, Gott sei Dank. Und hier jetzt Demirbay raus. Dafür kam jetzt die Nummer 11. Amiri kam. Jetzt hier erstmal Caldara klärt, jetzt hier Diaby. Tapsoa, der Ball ist drin. Der Ball ist drin. Leverkusen belohnt sich für die ganzen starken Aktionen, die ihr eben gesehen habt. Stark. Ausgerechnet der Innenverteidiger Tapsoa macht hier das 1-1 für Leverkusen. Absolutes verdientes 1-1, muss man sagen. Auch wenn man das nicht gerne sagt. Aber wie viele Aktionen hatte Leverkusen denn eben auch? Unter anderem Lattentreffer, Pfostenschuss. Und ja, und der Ball war super von Tapsoa. Donnarumma nicht mit viel Chancen. Ich glaube, den sieht er auch erst spät, oder? Ah, da standen zwei Spieler vor ihm. Ich glaube, wenn er ihn früher sieht, hat er den sogar. So war es sehr schwierig, weil er eben, ja, weil auf jeden Fall ich hier immer noch im Trikot, der Bug ist immer noch da. Edmund Tapsoa auf jeden Fall hier mit dem Treffer, sein erstes hier in der Champions League und 1-1 damit.
alles wieder offen. Phillips kam jetzt rein für Castrovilli. Und Sinkgraven mit einem super Lauf. Sinkgraven wird da gestellt. Schuss von Martinez. Donnarumma hat ihn geklärt. Phillips, was macht Phillips denn da? Was war denn das von Phillips, Mann? Eben eingewechselt wie Castrovilli. Knall den Ball doch weg. Wozu drücke ich denn die Kreistaste? Ja, Phillips ist ein richtiger Flop, Leute, ne? Ich meine, inzwischen hat Castrovilli seinen Platz eh schon eingenommen in Startelf. Aber das ist ein riesiger Flop. Muss ich auch sagen, ey, keine gute Verpflichtung bisher. Was soll die Drehung? Knall ihn doch weg. Knall ihn doch weg, Mann. Auf jeden Fall trifft hier jetzt eben Leverkusen in Form von Julian Draxler. Und das heißt 2-1 Leverkusen. Und damit sind wir noch nicht sicher durch. Draxler hier beim Freistoß für Leverkusen. Jetzt hier Simone Zaza, Kessié, Thuram. Thuram, eventuell jetzt hier der Doppelpass mit Phillips, da muss ein guter Pass jetzt kommen. Super, und jetzt ist hier Simone Zaza. Simone Zaza, Simone Zaza. Nein, Radetzky hält den. Ah, Mann. Den hättest du ruhig mal reinmachen können, Zaza. Jetzt Benassa bei der Ecke. Radetzky wieder da. Und jetzt hier Diaby, den Ball nicht gut kontrollieren konnte. Sinkgraven. Leverkusen jetzt wieder am Ball. Oh, schick hier, super Ball. Bringt natürlich auch viel Zeit. Diaby. Oh, Tunnler, aber Kessié kann sich behaupten. Spielt den Ball jetzt hier auf Rebic. Auf nach links, Phillips. Direkt weiter auf Hernandez und jetzt wird's gefährlich. Hernandez kann jetzt hier in den Strafraum rein. Theo Hernandez zieht selber ab und macht ihn rein. Macht ihn rein, Theo Hernandez. Wichtig. Ja, Mann. Ja, ich glaube, damit müssen wir safe sein fürs Achtelfinale. Wir gucken gleich natürlich auf die Tabelle. Aber Theo Hernandez in den letzten Momenten dieses Spiels macht hier den Treffer. Mal wieder Theo Hernandez, so ein wichtiger Spieler, ne? Knallt die mit rechts rein. Boah, das ist natürlich auch bitter für Radetzky, den reinzulassen. Muss man schon sagen. Boah, den kannst du haben. Den kannst du haben, muss man sagen. Schnelle Reflexe hast du den. Aber soll uns ja auch erstmal Latte sein. Hauptsache, der Ball ist drin. Wir retten uns hier mit einem 2-2. Aber wieder ist es so, dass unsere Offensive überragt. Beziehungsweise wieder stark ist. Aber unsere Defensive ist eine Katastrophe. Dementsprechend werde ich dringend einen neuen Innenverteidiger holen. Nächste Folge. Ich meine, heute spielen wir noch gegen Atalanta, aber in der nächsten Folge dürfte dann ja auch das Transferfenster auf sein. Und da wird definitiv ein neuer Innenverteidiger sein. Da werde ich euch auf Instagram, ihr wisst ja Bescheid, wenn ihr daran teilhaben wollt, immer folgen. Werde ich euch definitiv auch nochmal mit einbinden und fragen, welchen ihr holen wird. Mein absoluter Favorit ist Bastoni. Aber vielleicht hole ich ja sogar zwei. Ich bin ja auch gespannt, wie Kaleta K so aussehen wird. Und ja, auf jeden Fall gewinnen wir das Spiel. Gewinnen wir nicht, sondern das Spiel ist hier unentschieden geendet und wir schauen jetzt auf jeden Fall mal auf die Tabelle. So, hier seht ihr jetzt die Tabelle und zwar seht ihr auch, dass Tottenham momentan Erster ist. Die haben tatsächlich auch unentschieden gespielt, 2-2 gegen Spartak Moskau. Wir sind auf Platz 2, danach gefolgt von Spartak und Leverkusen ist vielleicht sogar komplett raus aus den europäischen Wettbewerben. Das heißt dann natürlich auch, wenn wir gegen gegen Tottenham spielen wir tatsächlich, da ist es sogar fast egal, was wir spielen, beziehungsweise wenn wir ein Unentschieden spielen, sind wir schon weiter. Also ein Punkt reicht dann gegen Tottenham tatsächlich. So, bevor wir dann jetzt hier reingehen gegen Atalanta, haben wir erstmal zwei Nachrichten. Abschlussbericht zu Berg, okay, das gucken wir uns dann irgendwann anders an. Und Calabria, wir haben kürzlich über mein Gehalt gesprochen, es hat sich aber nichts getan, das macht mich nicht gerade glücklich. Wir reden bald, okay, ist ganz schön frustriert, das ist natürlich nicht gut. Wir gehen allgemein mal kurz ins Teammanagement und gucken uns mal die Moral der Spieler an. Weil es natürlich auch nicht gut, wenn die irgendwie demoralisiert sind. Status, genau. Gucken wir mal. Einige sind natürlich super zufrieden, andere wahrscheinlich nicht so. Warum ist denn zum Beispiel ein Theo Hernandez? Teamleistung gefällt ihnen halt überhaupt nicht. Okay, kann ich verstehen. Wir gucken auch mal gleich im Vertrag von Theo rein, ob man da was machen muss. Bianchi, Arsen, Colombo, ja gut, die sollen mir erstmal egal sein. Calabria, Spielzeit und Teamleistung. Sein Vertrag findet er auch nicht so gut, okay. Will vielleicht sogar wechseln, naja. Gucken wir dann mal, ne? Wir gehen jetzt erstmal hier Vertragssituation. Haben wir den Theo Hernandez hier irgendwo? Müssen wir mal, glaube ich, so gehen. 2,8, ja gut, verdient 81.000, ne? Er ist 81 Millionen wert, aber verdient gerade mal 51.000. Okay, wir gucken mal, wer ist unser Topverdiener. Ist natürlich Donnarumma gefolgt von Rebic und Belotti. Ich sage euch ganz ehrlich, ich werde Hernandez da definitiv hochstufen. Ist für mich
nach Donnarumma definitiv der wertvollste Spieler, ist er, glaube ich, sogar allgemein, aber auch so von dem, wie ich ihn empfinde. Dementsprechend sage ich mal ganz klar rein da. Hernandez wird ein großes Upgrade kriegen, somit er schön lange zufrieden ist. Ich plane da zum Beispiel 85.000, dann würde er 4,4 Millionen, habe ich gerade ausgerechnet, im Rechner kriegen. Das wäre, denke ich, absolut okay dann für ihn. Er ist ja auch gerade mal 24, ne? Dementsprechend ist es wichtig. Übrigens, ey, wir hatten wieder eben was Normales an. Sehr schön, der Bug ist endlich behoben, stand ja auch in den Patch Notes, 2 Jahre. Sehr gut, dann hätte er dann 5-Jahres-Vertrag. Keine Ausstiegsklausel, auf gar keinen Fall. Wir wollen nicht, dass sowas passiert wie bei Romagnoli einst. So, gehen wir ins Gehalt rein. Ich denke, da braucht man nicht lange rumreden. Geben wir ihn. Seine 90.000 ist doch okay, oder? 90.000 für Theo Hernandez. Ich meine, er ist ein Megaspieler. 4,6 Millionen wären das. Ich denke, da kann man nicht meckern. Geben wir ihm noch einen Bonus für Spiele ohne Gegentore. Machen wir mal so. Er kriegt dann noch einen 300.000-Bonus, wenn wir 25 Spiele zu 0 spielen. Wird wahrscheinlich eh ein bisschen dauern bei unserer Abwehrleistung momentan. Er nimmt es an, sehr schön. Das heißt, Theo Hernandez ist auf jeden Fall erstmal sehr, sehr lange beim Verein hier. 4,8 Jahre jetzt noch. Sehr, sehr schön. Theo Hernandez damit jetzt der zweitbestverdienste Spieler und das absolut verdient. Wir gehen dann jetzt rein hier gegen Atalanta. Und da will ich an sich auch gar nicht viel ändern, muss ich sagen. Ich will mit einer Top-11 spielen. Wobei, ich will tatsächlich doch eine Sache ändern. Und zwar versuche ich es nochmal mit Castrovilli als offensiver Mittelfeldspieler. Weil mir da echt Haug in den letzten Spielen nicht so getaugt hat. Phillips kriegt auch nochmal eine Chance, wobei ich Phillips auch bisher wirklich als Flop ansehe. Ihr wart damals ja auch, muss ich gestehen, leicht dagegen. Es war zwar eine knappe Abstimmung, aber ich habe das dann überstimmt. Aus heutiger Sicht muss ich sagen, ihr hattet absolut recht. Passt nicht gut ins Team rein. Ist definitiv auch ein Kandidat, den ich verkaufen könnte. Selbst im Winter schon, wenn ich ehrlich bin, wenn man dann was anderes kriegt. Aber nun gut, unsere Aufstellung wie gehabt. Und bei Atalanta im 3-4-2-1-System mit Golini, Romero, O'Connell und Stones, okay. Miranchuk, Gomez, Hatebor, Trussard, Muriel, Iličić, Zapata. Also offensiv absolute Power, 3-4-2-1-System. Und wir hoffen, dass es jetzt in der Serie A mal anfängt, wieder ein bisschen zu laufen. Gomez. Gomez wird da schön gestoppt von Benasse, eben jetzt hier Cassie. Frank-Janik Cassie, Ex-Spieler von Atalanta, wie einige Spieler, die bei Milan spielen. Jetzt hier Cassie, schön, Hernandez, der einen neuen Vertrag unterschrieben hat. Zieht hier in die Mitte, Benasser, Belotti zieht ab, aber Golini war da. Starke Parade vom Italiener. Gute Parade und auch guter Schuss von Belotti. Benasser hier bei der Ecke, wird erstmal geklärt. Hartebohr. Oh, Theo Hernandez, was ein Tackling, Weltklasse. Weltklasse, wie Theo Hernandez hier spielt. Jetzt hier Rebic. Rebic auf Hernandez und den Ball kann er tatsächlich behaupten. Theo Hernandez mit dem Lupfer, der ist nicht drin. Oh, was ein Spiel aber bisher von Theo Hernandez. Richtig präsent, macht das echt stark und dann dieser freche Lupfer. Golini kann nur hinter sich her schauen. Wenn er ein bisschen mehr fällt, dann wäre er auch reingegangen. Schade. So, Conti, Phillips auf Cassie. Schönes Zusammenspiel hier. Castrovilli. Oh, was ein Ball von Castrovilli und Belotti. Nachschuss Belotti, 1-0 Milan. Was ein schöner Ball von Castrovilli. Richtig starker Pass in den Lauf. Vielleicht macht er sich ja doch noch als offensiver Mittelfeldspieler. Da müsste man nicht zwanghaft noch einen neuen holen im Winter. Weil darüber habe ich natürlich auch schon nachgedacht. Tavares ewig lang verletzt halt, ne? Hier sehen wir nochmal Belotti. Erst super parat von Golini. Dann ist er halt auf dem Rosenboden. Da kann er halt dann nichts mehr machen beim Nachschuss. Den wir uns hier jetzt nochmal von jedem Winkel angucken können. Ja, Golini war nochmal schnell sogar hoch, aber das kannst du halt nicht schaffen dann. Ja, ich finde es immerhin schön, dass man bei den Verhandlungen den Bug gelöst hat, aber hier im Spiel selber nicht. Andrea Belotti auf jeden Fall jetzt hier mit seinem 6. Serie A-Tor schon. Sehr schön, 1-0 Milan. Ich hoffe mal, dass wir hinten auch die 0 halten können. Freistoß Atalanta. Iličić ist jemand, der hat den Schuss, um so einen auch mal reinzumachen. Iličić. Und der war gar nicht mal so schlecht. Donnarumma stand sehr, sehr gut, hatte ein super Stellungsspiel. Deswegen sah der ungefährlich aus, als er vielleicht war. Hier sehen wir es nochmal. Ja, Donnarumma einfach super positioniert. Ansonsten hätte er durchaus einkrachen können. Ecke jetzt, beziehungsweise erstmal eine Auswechslung. Und da kam Gosens jetzt erstmal rein, okay. Also Ecke, Atalanta und Einwechslung. Gosens für Toussaint. Kopfball, Iličić, du Van Zapata, das gibt's nicht. Ah, Mann, ey. Wirklich, ne, das mit dem zu Null spielen, das ist nicht möglich. Das ist mit diesem Milan anscheinend nicht möglich. Hier sehen wir es nochmal.
Der hohe Ball rein, weitergeleitet. Ja, Zapata komplett frei. Ich weiß nicht, wer das da ist, der neben ihm steht. Ist es Gagliardini? Ich bin mir nicht sicher. Er ist der Mann mit der Nummer 38, das ist Caldara. Der steht einfach daneben. Ja, Junge. Junge, du hast mit Zapata sogar zusammengespielt. Du kennst den Mann. Da kannst du nicht so stehen, Mann. Ja, wieder ein individueller Abwehrfehler, der uns hier wieder mal ein Gegentor kostet. Das ist bitter, Zapata mit seinem 7. Serie A-Tor. Und damit steht es mal wieder 1-1. Das heißt, wir brauchen wirklich pro Spiel mindestens 2 Tore, um irgendwie zu gewinnen. Wilmot. Gomez. Hier auf Cornelius. Cornelius, was ein super Ball auf... Wow, was macht Donnarumma? Was macht Donnarumma da? Was macht Donnarumma da? Bitte, es ist abseits. Okay. Okay. Aber Maka. Mann. Also erst Caldara, super, super, super schlechter Stellungsfehler. Und wenn das kein Abseits ist, dann kann Donnarumma, sieht er sich auf jeden Fall in den Fake-Compliations der Serie A-Saison wieder. Mann, ey, wir müssen aufpassen. Muriel. Jetzt Cornelius. Cornelius mit der Hacke hier. Klein, klein oder was? Kessi hat den gut gestört. Jetzt Castrovilli. Jetzt brauchen wir den Konter. Castrovilli. Mit dem nächsten guten Pass oder was? Hier auf Thüram. Thüram. Thüram macht ihn rein in der 89. Minute. Und Castrovilli heute mit 2 starken Vorlagen. Der empfiehlt sich definitiv als ZOM-Stammspieler. Gefällt mir in diesem Spiel hier besser als Hauke in den letzten kompletten Auftritten. Ah, Mann, ey. Es kann aber eigentlich nicht sein, dass du wirklich jedes Spiel 2 Tore schießen musst, um überhaupt einen Punkt mitzunehmen. Ja, Thürams Ballkontrolle, da war im ersten Kontakt auch nicht so geil, wenn man ehrlich ist. Sehr weit vorgelegt, aber ist ja auch egal. Golini war nicht aggressiv genug, so konnte er den da nochmal reinpacken in die Ecke und jetzt einfach nur dieses 2-1 halten und dann gewinnen wir auch mal wieder ein Spiel in der Serie A. Ey. Markus Thüram, 3. Serie A-Tor, sehr schön. Steht 2-1 Milan und ich hoffe, es bleibt so. Robin Gosens, vielleicht der letzte Angriff Atalantas jetzt muss aber auch schnell gehen. Ne. Schöne Grätsche von Castrovilli. Belotti am Ball. Und ja, es ist zu Ende. Ich dachte gerade, es wäre Foulspiel. Das Spiel ist zu Ende. Wir gewinnen 2-1 hier gegen Atalanta. Das ist auch verdammt wichtig. Trotzdem muss man ganz klar sagen, die Transferperiode öffnet in der nächsten Folge. Da werden wir einiges tun, denn unsere Abwehrleistung ist eine Katastrophe. Wir gucken uns jetzt kurz mal die Tabellensituation an. So sieht die aktuelle Tabelle der Serie A aus. Ihr seht ja selber Napoli ganz oben, gefolgt von Juve. Das wird ein Zweierkampf der beiden. Danach Inter 28 Punkte, Lazio, Fiorentina und wir tatsächlich jetzt mit 22 Punkten. Aber es ist super eng. Der Sieg gegen Atalanta war super wichtig, weil die haben 21 Punkte. Roma 22, Bologna 21, Udine 21, Torino 19 Punkte. Also das ist echt ein heftiger Kampf um Europa, muss man sagen. Und sorry. Und ihr seht es ja bei mir. 26 Tore ist absolut top. Wir haben die drittbeste Offensive der Liga, aber 25 Gegentore in 14 Spielen. Es gibt nur 2 Teams, die schlechter sind und das sind die beiden letzten mit Crotone und Spezia. Die haben beide schon 30 oder mehr. Also das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein, dass wir so viele Gegentore fressen. In der nächsten Folge geht es auf jeden Fall in die Wintertransferphase. Ich lasse euch unter anderem auch abstimmen, welchen Innenverteidiger ihr haben wollt bei Insta. Und ja, damit verabschiede ich mich auch erstmal von dieser Folge. Ich hoffe, in den nächsten Spielen werden wir wieder erfolgreich, denn ich will wieder in die Champions League. Das ist das absolute Ziel. Euer Veloz meldet sich aber fürs Erste ab und bye bye.